Und wir kommen damit, ich rufe auf, den Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung des Hessischen Ministers für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung betreffend Hessen auf einem guten Weg der nachhaltigen und gerechten wirtschaftlichen Entwicklung. Vereinbare Redezeit, Herr Minister, der Fraktion ist 20 Minuten. Das Wort hat Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Hessen ist ein wirtschaftsstarkes Land mit hoher Wertschöpfung und hoher Beschäftigung. Da können Sie auch gähnen, Herr Kollege Merz. Das ist wirklich keine Neuigkeit, dass Hessen so ist. Das haben auch meine Vorgänger schon gesagt, und Sie hatten damit recht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was allerdings nicht gesagt wurde von meinen Vorgängern ist, dass Hessen am Ende der letzten Legislaturperiode ein Land mit einigen offenen und ungelösten Fragen von erheblicher ökonomischer Bedeutung war. Erstens die Energie, ohne die buchstäblich nichts läuft. Der Atomausstieg war beschlossen, aber es gab kein Konzept für die Zeit nach Kohle und Uran. Im Gegenteil, beim Ausbau der erneuerbaren Energien war Hessen unter den Schlusslichtern. Energiepolitik beschränkte sich bei meinem Vorgänger auf den Kampf gegen das EEG. Zweitens der Verkehr. Jahrelang wurde zu wenig in den Erhalt des bestehenden Straßennetzes investiert. Der dringend notwendige Ausbau der Schienenwege kam nicht vom Fleck, und das Fahrrad wurde lediglich als Freizeitvehikel angesehen. Einen ganzheitlichen Ansatz in der Verkehrspolitik suchte man vergebens, und das in einem Bundesland, das wie kein anderes mit und von der Mobilität lebt. Drittens Innovationsfähigkeit, der ausschlaggebende Faktor moderner Volkswirtschaften. Der Breitbandausbau, die Infrastruktur schlechthin der digitalen Ökonomie, ging nicht schnell genug voran. Impulsgebende Branchen wie die Kultur- und Kreativwirtschaft wurden ignoriert, und der Finanzplatz Frankfurt, der wichtigste der Eurozone und ein Kernelement der hessischen Wirtschaft, stand einsam vor der Frage, wie seine Zukunft aussieht, wenn für immer mehr Leute das Smartphone die Bank ersetzt. Wie ist es heute, meine sehr verehrten Damen und Herren? Hessen im Jahr 2018 ist immer noch ein wirtschaftsstarkes Land mit noch mehr Beschäftigung als vor 4 Jahren und mit noch mehr Bruttoinlandsprodukt. Hessen steht heute besser da denn je. Ich bin nicht Gerhard Schröder, das ist nicht mein Aufschwung. Das ist vor allem ein Erfolg der hessischen Unternehmen und ihrer Beschäftigten. Aber es gibt einen Unterschied zum Januar 2014, und dafür hat diese Landesregierung gesorgt. Hessen ist jetzt ein Land mit Perspektiven, die über kurzfristige Konjunkturen hinausreichen. Wir bauen die Strukturen für eine nachhaltige Dynamik auf. Und die Schlüssel Der Schlüssel für Dynamik, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind Start-ups, junge Gründerinnen und Gründer mit innovativen Geschäftsideen. Und deshalb hat diese Landesregierung in den vergangenen Monaten intensiv eine bundesweit beispielgebende Start-up-Initiative erarbeitet. Eine Initiative, die sich nicht auf die Rhein-Main-Region beschränkt, sondern ganz Hessen im Blick hat, die sich nicht auf den Finanzplatz konzentriert, sondern die gesamte Bandbreite unserer Wirtschaft im Blick hat und die gezielt unsere Universitäten und herausragenden Forschungseinrichtungen mit einbindet. Es geht darum, unseren Studierenden nicht nur Fachwissen, sondern auch Gründermut mitzugeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da die Arbeitsmarktlage so gut ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr, geht auch die Zahl der Gründungen zurück. Umso wichtiger ist es, dass es uns gelingt, Lust auf Selbstständigkeit zu machen, weil derzeit kaum mehr aus Arbeitsplatznot gegründet wird. Und wichtig ist auch, dass wir Gründungen und Start-ups nicht verwechseln. Jede Form von Gründung muss gefördert werden, aber es wird in Zukunft vor allem auf technologiegetriebene, schnell wachsende Start-ups ankommen, die neue Geschäftsmodelle entwickeln. Nur so werden wir unsere Wirtschaft auch in Zukunft erfolgreich weiterentwickeln können, so wie es uns in den letzten 4,5 Jahren gelungen ist. Also, wo stehen wir?
Wo stehen wir? Erstens. Das Energieproblem ist angepackt. Wir haben den Anteil der in Hessen erzeugten erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bis Ende 2017 auf 20% gesteigert, und er wächst weiter. Wir nutzen Energie effizienter. Im ganzen Land werden Schulen, Sporthallen, Rathäuser, andere öffentliche Gebäude energetisch modernisiert. Jede siebte Straßenlaterne ist schon gegen LED-Beleuchtung ausgetauscht. Wir helfen kleinen und mittleren Unternehmen, ihre Ressourceneffizienz zu verbessern und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit. Mehr Wettbewerbsfähigkeit heißt mehr Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Zweitens. Das Verkehrsproblem ist angepackt. Noch nie ist so viel Geld in Hessens Straßen verbaut worden wie in den vergangenen 4 Jahren, mit klarem Schwerpunkt auf Sanierung vor Neubau. Der Sanierungsstau auf Autobahnen und Landesstraßen wird systematisch aufgelöst. Der Ausbau der völlig überlasteten Schienenwege ist endlich in Schwung gekommen. Jahrzehntelang ist über Frankfurt-Rhein-Main-Plus nur geredet worden. Jetzt geht es endlich voran. Die Trassenentscheidung der Bahn für die Neubaustrecke Frankfurt-Fulda am letzten Freitag ist das jüngste Beispiel von vielen. Drittens. Wir haben Kurs auf Innovationen gesetzt. Denn Innovationskraft ist der entscheidende Faktor moderner Volkswirtschaften, gerade wenn es gilt, den Aufbruch in eine neue technologisch-ökonomische Welt mitzugestalten. Wir haben dem Breitbandausbau einen Schub gegeben, auch indem wir Kommunen erlaubt haben, auf diesem Gebiet tätig zu werden. Wir sind auf Platz 3 der Flächenländer angekommen, mit weiter sehr hoher Ausbaugeschwindigkeit. Ende dieses Jahres werden in Hessen 50 Mbit die Sekunde flächendeckend verfügbar bzw. konkret in Sicht sein. Der nächste Schritt ist schon in Arbeit. Bis 2025 wollen wir unsere Infrastruktur gigabitfähig machen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die technologische Grundlage, um die enormen Potenziale der Digitalisierung zu nutzen, für eine ressourcenschonende Produktion, eine nachhaltige Energieversorgung, eine klimafreundliche Mobilität und vieles mehr. Mit der Strategie Digitales Hessen erschließen wir diese Potenziale für unser Land. Innovation entsteht aus Kreativität und Können, aus Ideen und ihrer Umsetzung in marktreife Produkte. Sie verlangt gut ausgebildete Fachkräfte, von denen es heute schon in vielen Berufen zu wenige gibt. Mit dem Bündnis Ausbildung Hessen haben wir zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung der dualen Ausbildung auf den Weg gebracht. Und wir haben ein Ergebnis. Im Herbst 2017 gab es trotz ungebrochener Studierneigung erstmals seit 6 Jahren wieder eine Zunahme der neuen Ausbildungsverträge im dualen System. Und das ist eine gute Nachricht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dazu hat auch das Programm Wirtschaft integriert beigetragen, das sich in erster Linie an Flüchtlinge wendet und bundesweit einzigartig ist. In keinem anderen Bundesland sind im Verhältnis so viele Ausbildungsverträge mit Flüchtlingen geschlossen worden wie in Hessen. Es kommt also darauf an, dass man den Herausforderungen begegnet, und dann hat man auch Erfolge, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, Hessen steht gut da. Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass es immer so weitergeht. Wir leben in Hessen zu einem guten Teil davon, dass wir Teil einer globalen Wirtschaft sind. Ein Handelskrieg zwischen den USA und der EU oder zwischen den USA und China würde uns empfindlich treffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Genauso würde uns ein harter Brexit nicht nur in Teilbereichen nutzen, sondern insgesamt schaden. Das soll man nicht vergessen. Großbritannien ist unser fünftwichtigster Handelspartner. Das sind nur zwei Aspekte der tektonischen Verschiebungen in unserer Weltordnung, und es gibt noch viele andere Anlässe zur Sorge. Eine weitsichtige Wirtschaftspolitik nutzt deshalb die Phasen des Aufschwungs, um einseitige Abhängigkeiten zu verringern, neue Strukturen zu entwickeln, zu verbreitern und damit den Boden für künftige wirtschaftliche Entwicklung und nachhaltigen Wohlstand zu bereiten. Meine Damen und Herren, ich wiederhole es, Hessen ging es noch nie so gut wie heute. Die Zahl neuer ausländischer Firmenansiedlungen steigt von Jahr zu Jahr. 2016 hatten wir, gemessen an der Zahl der Erwerbstätigen, die höchsten ausländischen Direktinvestitionen im Ländervergleich. Das zeigt, wie gefragt unser Standort ist.
Bei der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts haben wir wieder zum Bundesdurchschnitt aufgeschlossen. 2016 lagen wir sogar deutlich darüber. Aber noch viel wichtiger ist, dass neue Arbeitsplätze in Hessen schneller als im Bundesdurchschnitt entstehen. Die Arbeitslosenquote ist deutlich niedriger. Letzten Monat betrug sie 4,5 %. Das ist die niedrigste Arbeitslosenquote in einem Mai seit 37 Jahren. Und Ende 2017 gab es in Hessen rund 200.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mehr als im Jahresdurchschnitt 2014. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, entspricht der Einwohnerzahl von Kassel. Mit anderen Worten, seit dem Amtsantritt dieser Landesregierung ist eine ganze Großstadt im hessischen Arbeitsmarkt angekommen. Im Mai hatten wir im Ländervergleich den zweitstärksten Beschäftigungszuwachs aller Länder, gleichauf mit Bayern und vor Baden-Württemberg. Das ist eine gute Nachricht. Und Hessen ist auf einem Pfad qualitativen Wachstums. Ich nenne Ihnen als Beispiel, dass mit jeder Kilowattstunde Strom im Jahr 2016 rund 16 % mehr erwirtschaftet wurde als im Jahr 2010. Das heißt ganz konkret, wirtschaftliche Entwicklung ist auch ohne steigenden Strom- und Energieverbrauch, ohne steigenden Ressourcenverbrauch möglich. Und das ist wichtig für die Zukunftsfähigkeit auch dieses Landes, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf mir an dieser Stelle einen Blick zurück erlauben, weil ich ja weiß, was damals alles an die Wand gemalt wurde, als ich mich vor 5 Jahren um das Amt des hessischen Wirtschaftsministers bewarb. Totengräber jeder wirtschaftlichen Entwicklung, Feind der Industrie. Ich meinte nicht den Kollegen Beuth, der hat etwas anderes gesagt. Ich meinte den Kollegen Rentsch. Aber der Kollege. So, die Realität ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Industrie in Hessen ist stärker und nicht schwächer geworden. Der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung Hessens ist von 2013 bis 2017 gewachsen. Und das ist sehr gut so, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn ein starker Standort, braucht nicht nur Dienstleistung, sondern eine ausgewogene Wirtschaftsstruktur. Natürlich dürfen wir uns nichts vormachen. Das ist nur eine Nettobetrachtung. Wir alle wissen, in welcher Situation Opel steckt oder was bei Siemens in Offenbach passiert. Aber ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, die Landesregierung hat sich in beiden Fällen für die Beschäftigten eingesetzt, und wir tun das weiterhin. Aber in beiden Fällen geht es nicht um ein generelles Problem des Standorts, sondern um eine Kette verfehlter Konzernentscheidungen. Und das Wichtigste, was wir für die Beschäftigten an dieser Stelle, für Sie und für alle anderen Hessinnen und Hessen tun können, ist, dazu beitragen, dass neue, zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen. Deshalb haben wir z.B. den Innovationskredit der Wirtschafts- und Infrastrukturbank geschaffen, damit innovative Unternehmen wachsen und Arbeitsplätze schaffen können. Ich will Ihnen zwei Beispiele nennen. Der E-Bike-Hersteller Riese und Müller aus Weiterstadt finanziert damit eine größere Produktion, gegründet in einer Garage, jetzt hunderte Arbeitsplätze. Akkasol aus Darmstadt baut damit in Langen eine Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrobusse auf, die größte Fabrik ihrer Art in Europa, ebenfalls mit der Chance auf hunderte Arbeitsplätze. Gegründet wurde Akkasol als ein Verein von Studierenden der TU Darmstadt. Jetzt läuft der Börsengang eine Start-up-Story par excellence, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beide Beispiele illustrieren, dass Energie- und Verkehrswende nicht nur gut für Klima und Umwelt, sondern auch ein gutes Geschäft sind. Denn nachhaltige Technologien sind weltweit immer stärker gefragt. Für das Technologieland Hessen sind die Energie- und die Verkehrswende deshalb ökonomische Offensiven. Es funktioniert eben, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit grünen Ideen schwarze Zahlen zu schreiben. Ja, Hessen ging es noch nie so gut, aber auch im Jahr 2018 stehen wir vor Herausforderungen. Aus Sicht der Wirtschaftspolitik sind 4 zu nennen. Erstens. Der Aufschwung muss bei noch mehr Menschen ankommen. Es ist mehr als erfreulich, dass in den vergangenen 3 Jahren unter dem Strich 12.000 Männer und Frauen aus der Dauerarbeitslosigkeit herausgekommen sind. Und es ist erfreulich, dass die verfügbaren Einkommen insgesamt steigen.
Aber dass sie im untersten Bereich seit Jahrzehnten stagnieren, zum Teil sogar sinken, ist nicht hinnehmbar. Denn hier werden Männer, Frauen, Familien von der Wohlstandsentwicklung abgehängt. Ich will sehr deutlich sagen, wer ehrlich arbeitet, muss davon anständig leben können. Leistung muss sich lohnen, ist ein gutes Motto. Für mich heißt Leistung ehrliche Arbeit. Das bedeutet, dass ehrliche Arbeit angemessen und gut bezahlt werden muss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich kann man die Frage stellen, was kann ein einzelnes Bundesland da tun? Langzeitarbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung treffen vor allem die, die nicht oder ungenügend ausgebildet sind. Sie sind es oft auch, die vom Aufschwung nicht oder zu wenig profitieren. Und eine Zahl an dieser Stelle: 60% der Arbeitslosen in Hessen haben keinen oder keinen adäquaten Berufsabschluss. Es gibt also viel zu tun, auch weiterhin. Aber wir können auch auf Erfolgen aufbauen. Hessen ist inzwischen das Bundesland mit der niedrigsten Schulabbrecherquote. Das ist eine gute Nachricht für die Zukunft. Seit 2014 haben wir das Bündnis Ausbildung Hessen mit dem erklärten Ziel, keinen Jugendlichen, der eine Ausbildung anstrebt, unversorgt zu lassen. Mit der Öffnung der Hochschulen für Absolventen einer Berufsausbildung haben wir die Mauer zwischen beruflicher und akademischer Bildung eingerissen und berufliche Ausbildung deutlich attraktiver gemacht. Und mit Pro Abschluss haben wir erstmals ein Angebot für die, die für ihre gegenwärtige Tätigkeit nicht die passende Qualifizierung haben. Künftig werden wir uns im Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel noch mehr für die Nachqualifizierung engagieren müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist umso wichtiger, weil, und das ist der zweite Punkt, die Arbeitswelt sich gerade tiefgreifend verändert. Künstliche Intelligenz und Vernetzung entfachen eine Dynamik, die von manchen mit der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts verglichen wird. Ich will ausdrücklich sagen, ich verstehe die Sorgen, die das auslöst. Aber ich bin überzeugt, dass die Digitalisierung unter dem Strich mehr Arbeitsplätze schaffen kann, als sie überflüssig macht, wenn wir sie richtig gestalten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und unsere erste Aufgabe besteht darin, die Unternehmen dabei zu unterstützen, sich diesem Wandel anzupassen. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen brauchen da Unterstützung. Denn es geht eben nicht nur darum, eine alte Maschine gegen eine neue Maschine mit Touchscreen auszutauschen, sondern das Unternehmen und das Geschäftsmodell neu zu denken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dafür haben wir den DigiCheck entwickelt, ein einfaches Online-Tool als erster Schritt zu einer qualifizierten Digi-Beratung, die ebenfalls gefördert wird. Und es gibt jetzt auch den Digi-Zuschuss. Hiermit unterstützen wir Investitionen in digitale Technologien und IT-Sicherheit mit bis zu 10.000 € pro Projekt. Ich lade jeden ein, sich das einmal auf www.digitales.hessen.de anzuschauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit dem Studiengang Master of Digital Transformation sorgt Hessen dafür, dass unsere Unternehmen die nötigen Fachleute für diese komplexe Aufgabe bekommen. Aber Digitalisierung betrifft nicht nur Akademiker. Daher fördern wir zweitens das Projekt Digital Azubi, das eine Zusatzqualifikation digitale Kompetenzen für Auszubildende ausarbeitet und die von den Handwerksverbänden geplanten Digi-Guides, die Digitalisierungswissen in die Handwerksbetriebe tragen werden. Mein dritter Punkt, mindestens genauso wie die Unterstützung bestehender Firmen, ist, dass hier neue Unternehmen entstehen, und zwar vor allem sogenannte Start-ups, technologiegetriebene Gründungen mit großer Wachstumsdynamik. Sie sind es, die Arbeitsplätze der Zukunft schaffen und Wertschöpfung ins Land holen. Wir kümmern uns bereits um Start-ups, etwa über das HOLM, das House of Logistics and Mobility, das in dieser für Hessen so wichtigen Frage Start-ups 2 Jahre lang kostenlose Räume bietet, ihnen Mentoren an die Seite stellt und sie coacht. Aber wir müssen noch mehr tun, denn der Wettbewerb um die besten Geschäftsideen spielt sich international ab, und da zeigt Deutschland erheblichen Nachholbedarf. Nicht, weil uns Talente oder Know-how fehlen. Es fehlt noch nicht einmal das Geld. Aber es fehlt an Bereitschaft, es Start-ups anzuvertrauen. Es gibt in Deutschland zu wenig Risikokapital, und deshalb gehen viele Start-ups ins Ausland mit ihren Ideen. Und wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen diesen Trend zumindest für Hessen stoppen, am besten umkehren. Und deshalb werde ich gemeinsam mit dem Wissenschaftsminister in Kürze eine gemeinsame Start-up-Initiative vorstellen. Ich nenne 4 Punkte, wo wir den Hebel ansetzen. Erstens beim Geld.
Wir haben die finanziellen Förderinstrumente für Gründerinnen und Gründer in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt. Das Angebot reicht inzwischen vom Mikrodarlehen bis zum millionenschweren Innovationskredit, von der Bürgschaft bis zur vorübergehenden Beteiligung. Wir verfeinern das Angebot nun im Hinblick auf Start-ups. Ende 2017 ist der Beteiligungsfonds Hessenkapital III an den Start gegangen. Er wendet sich ausdrücklich an Ausgründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die unerlässlich sind, damit Ergebnisse aus unseren hervorragenden Hochschulen schnell auf den Markt kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es gibt eine Finanzierungslücke für Start-ups in der Frühphase. Mit dem gestern gemeinsam mit dem Finanzminister vorgestellten Future Venture Fonds helfen wir, sie zu schließen. Er stellt 20 Millionen € Risikokapital bereit. Zudem werden wir unsere erfolgreichen Mikrodarlehen, also Kredite bis maximal 25.000 € um eine Crowdfunding-Komponente erweitern. Crowdfunding gibt Gründern eine erste Gelegenheit, ihre Idee am Markt zu testen und Feedback zu erhalten. Sind die Signale ermutigend, können Sie den Mikrokredit für den nächsten Schritt nutzen, eventuell in Kombination mit einer stillen Einlage. Auch dafür wollen wir die Möglichkeit schaffen. Herr Minister, die Redezeit der Fraktion. Ja. Danke für den Hinweis. Zweiter Ansatzpunkt. Wir zeigen, was wir haben. Bei der allgemeinen Unterstützung von Gründern ist das Land beileibe nicht alleine aktiv. Alles in allem kommen wir in Hessen auf rund 250 öffentliche und private Akteure. Dieses reiche Ökosystem aus Stiftungen, Initiativen, Hochschulen, Unternehmen und staatlichen Institutionen wird leider zu wenig wahrgenommen. Das wollen wir ändern. Denn wir wollen nicht nur Gründerinnen und Gründer in Hessen erreichen, sondern sie auch von anderswo anziehen. Dafür planen wir eine zentrale Anlaufstelle sowie eine Internetplattform mit allen Beteiligten und Aktivitäten. Und auch das ist neu. Wir werden junge Talente auch aus Hochschulen außerhalb Hessens und Deutschlands ansprechen, um in den optimalen Bedingungen unserer Region zu werben. Ein internationales und weltoffenes Umfeld, perfekte Erreichbarkeit und Highspeed-Internetverbindungen. Mehr noch, in Hessen werden Start-ups nicht bloß mit Geld ausgestattet und verwaltet. Hier wird sich gekümmert. Dazu werden wir eigens eine Anlaufstelle einrichten. Dritter Ansatzpunkt ist die Vernetzung. Wir werden dafür sorgen, dass Start-ups, Fördereinrichtungen, Gründerzentren und Investoren in den Dialog kommen. Wir verstehen uns als Mittler zwischen etablierten Firmen und innovativen Start-ups. Das Tech-Quartier in Frankfurt zeigt uns, wie fruchtbar dieser Ansatz ist. Seit der Eröffnung vor anderthalb Jahren ist es stetig gewachsen. Im September wird es einen zweiten Standort eröffnen. Schwerpunkt werden Start-ups aus den Bereichen Green Tech und Clean Tech sein. Längst greift das Tech-Quartier über die Finanzszene hinaus. Das Anfang Juni vorgestellte Projekt mit Eintracht Frankfurt ist ein Beispiel, wie ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen die Zusammenarbeit mit Start-ups nutzt, um neue digitale Geschäftsfelder zu erschließen. Wir haben das Ziel, dass im Jahr 2022 Frankfurt-Rhein-Main führender Fintech-Hub Kontinentaleuropas und ein international renommierter Start-up-Standort sein soll. Dazu hat das Tech-Quartier einen Masterplan mit 20 konkreten Maßnahmen ausgearbeitet, die jetzt Schritt für Schritt umgesetzt werden. Und Erfolge stellen sich bereits ein. Nicht umsonst hat die Silicon Valley Bank gerade ihren ersten Standort auf dem europäischen Festland in Frankfurt eröffnet. Und viertens, ganz zentral, im Masterplan für die Rhein-Main-Region haben wir uns gemeinsam mit Universitäten die Einrichtung von Entrepreneurship-Lehrstühlen vorgenommen und dezidierte Kurse zur Unternehmensgründung. Mein gemeinsames Ziel mit dem Wissenschaftsminister ist es, dass uns das auch für ganz Hessen gelingt. Keine Studentin und kein Student soll mal eine Universität verlassen, ohne im Hörsaal mit dem Thema Start-ups und Gründung konfrontiert worden zu sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Landesregierung hat außerdem jedes Interesse daran, dass Frankfurt auch in Zukunft der bedeutendste Finanzplatz der Eurozone ist. Dafür muss Frankfurt bei den Zukunftsthemen dabei sein. Und ein weiteres Zukunftsthemen neben den Fintechs ist künstliche Intelligenz. Aktienhandel, Marktanalyse, Missbrauchsaufsicht, Sicherheit, all das wird künftig ohne künstliche Intelligenz, ohne KI kaum noch denkbar sein. Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft wollen wir deshalb am Finanzplatz Frankfurt einen KI-Hub etablieren und an den nationalen KI-Masterplan anknüpfen. Am Finanzplatz Frankfurt
ballt sich die Expertise, um auf diesem Gebiet eine führende Position einzunehmen. Und ein letzter Punkt in Sachen Finanzplatz ist das Thema Green Finance, ein rasch wachsender Markt und deshalb eine große Chance für den Finanzplatz, vor allem aber der Schlüssel, der das Kapital für Energiewende, Verkehrswende und die ökologische Transformation unserer Wirtschaft besorgt. Wir brauchen die privaten Investoren und institutionellen Anleger, und diese wiederum brauchen Standards und Kriterien, um wirksame Instrumente, um echtes Green Finance von Greenwashing zu unterscheiden. Das ist eine der Aufgaben des Green and Sustainable Finance Cluster Germany, das unter unserer Beteiligung in Frankfurt entstanden ist. Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren, leistet damit seinen Beitrag zur nachhaltigen Ausrichtung des Finanzsystems. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wirtschaftspolitik der Landesregierung hat in den vergangenen Jahren Voraussetzungen geschaffen, damit wir in Hessen unsere Chancen besser nutzen können, besser gegen Krisen gewappnet sind und mehr Bürgerinnen und Bürger an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben. In Hessen kann sich jeder und jede anschauen, wie erfolgreiche Wirtschaftspolitik aussieht. Wir haben geliefert. Die Fakten sprechen eine sehr klare Sprache. Unsere Wirtschaftspolitik ist erfolgreich, nicht nur für eine bestimmte Klientel, sondern für alle, nicht nur für Umwelt und Klima, sondern auch für Wohlstand und Arbeitsplätze, nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Regierungserklärung ergangen. Ich stelle fest, dass die Redezeit plus 2 Minuten pro Oppositionsfraktion gilt. Ab jetzt das Wort hat als erster Redner Herr Kollege Eckert für die Fraktion der SPD. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Jetzt wissen wir wenigstens, warum er eben die Redezeiten der Opposition verkürzen musste, damit der Minister dann deutlich überziehen kann bei seiner Regierungserklärung. Wird manches dann auch deutlich. Aber, meine Damen und Herren, wenn sich denn dann mal die Nebelschwaden Ihrer Selbstbeweihräucherung, Herr Minister, in diesem Saal gelegt haben, lassen Sie uns dann denn tatsächlich mal zum Thema der Regierungserklärung kommen, nämlich in der Frage nach einem guten Weg für eine nachhaltige und gerechte wirtschaftliche Entwicklung in unserem Bundesland. Und es ist nicht meine Feststellung, Herr Minister, wenn Sie in Ihrer Rede implizieren, dass es erst die GRÜNEN gebraucht hat, dass die Union als tragende politische Kraft in den letzten 19 Jahren es bis zu ihrem Erscheinen nicht auf die Kette gebracht hat, hier in Hessen innovativ zu sein und sich um die Zukunft unseres Landes zu kümmern. Sollte Ihre Rede gerade diesen Ansatz verfolgt haben, will ich Ihnen eines sagen. Das Problem, Union zu beschreiben und so deutlich zu adressieren, ist richtig. Wenn Sie aber meinen und beschreiben, Sie seien die Lösung der Probleme, und nun läuft es ja, Herr Minister, dann sind Sie in dem Falle schief gewickelt. Richtig ist, Hessen ist ein wirtschaftsstarkes Land mit hoher Wertschöpfung und hoher Beschäftigung. Und in der Tat, das ist der Verdienst der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Unternehmen hier in Hessen. Das ist richtig. Es ist aber genauso richtig, dass es darum gilt, dies nicht als Zustand zu erfassen, sich zurückzulehnen, sondern diese Momentaufnahme zu nehmen und daran zu arbeiten, dass sich dies in der Zukunft fortsetzt und verstärkt. Nicht im Bewahren und Ausruhen, im beharrlichen Voranschreiten, mit der Beantwortung zentraler Zukunftsfragen für unser Land, mit dem zielgerichteten Setzen von Impulsen, mit der Umsetzung der Ideen für unser Land, gemeinsam mit den Sozialpartnern, den Unternehmen und Verbänden, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Gewerkschaften in unserem Land. So, Herr Minister, geht man das Hessen von morgen an, und daran muss Politik sich auch messen lassen. Ich will Ihre Aspekte deswegen kurz aufnehmen und deutlich machen, dass nach dem Verzug dieses Weihrauchs viele Fragen offen bleiben und interessant ist, was Sie alles, Herr Minister, nicht gesagt haben.
Bei der Innovationskraft der Wirtschaft reden Sie sehr lange von Start-ups, unbestritten einem nicht unwichtigen Thema. Eine ganze Regierungserklärung beschäftigen Sie sich mit Ankündigungen und Absichtserklärungen. Herr Minister, Sie regieren seit 4 Jahren. Ankündigungen reichen nicht mehr aus. Sie hätten schon lange konkret werden können. Und Herr Boddenberg, der Gründungsmonitor der KfW bescheinigt Hessen bei Gründungen nur Mittelmaß. Wir liegen auf dem Niveau von Brandenburg. Das ist in unseren Augen nicht der Vergleichsmaßstab für das Wirtschaftsland in Hessen. Deswegen nicht ankündigen und wolkige Worte, sondern umsetzen, meine Damen und Herren. Das wäre Ihr Thema gewesen. Sie erwähnen mit keinem Wort die heimische Industrie bei dem Thema Innovationstreiber. Sie erwähnen mit keinem Wort die regionalen Unterschiede und Herausforderungen unseres Landes. Sie reden kein einziges Mal von den einzelnen starken Clustern in Hessen und Ihre Ideen, wie wir diese und weitere im Interesse der Menschen und der Unternehmen hier im Land stärken und unterstützen wollen. Kein Wort zur chemischen Industrie oder zur Pharmazie. Kein Wort zur Optoelektronik. Kein Wort zu Automotive und. Meine Damen und Herren, zu den Innovationstreibern aus dem Mittelstand kommt auch aus Ihrem Munde nichts, Herr Minister, bei Ihrer Rede. Ob Start-ups, Fintech oder Brexit, das ist Ihre Sicht auf die Wirtschaft in Hessen. Kein Wort dazu, dass der südhessische Wirtschaftsraum wie wenige Regionen in Europa unter dem Brexit leiden werden. Sie reden nur über die Banken. Studien zeigen, dass gerade die südhessische Wirtschaft mit ihrer engen wirtschaftlichen Verzahnung mit Großbritannien zu den großen Verlierern zählen könnte. Ich betone, könnte. Man muss nur halt aktiv etwas dagegen tun, meine Damen und Herren. Sie zeigen keine Initiativen für gerade diese Firmen und ihre Beschäftigten. Die hessische Wirtschaft ist mehr als Banken und Versicherungen, so wichtig sie für den Wirtschaftsstandort Hessen sind. Ihr Blick, Herr Minister, ist in diesem Thema viel zu eng. Sie übersehen weite Teile Hessens. Damit schaden Sie der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land. Und dann reden Sie, Herr Minister, lange vom Thema der erneuerbaren Energien und wie gut Sie da so vorangekommen sind. Besser, Sie hätten vorankommen sollen, Herr Minister. Denn die Wahrheit ist doch auch, Ihre eigenen selbstgesteckten Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien werden Sie als Regierung deutlich verfehlen. Studien wie der Bundesländervergleichsstudie 2017 zeigen deutlich, dass die Luft nach oben bei diesem Thema größer statt kleiner geworden ist. Wo ist Ihre Betonung, Herr Minister, auf die mittelstandspolitisch so wichtige Funktion der Energiewende mit Ihrem Potenzial für Arbeit und Beschäftigung in Hessen? Es mag Sie vielleicht nicht interessieren, aber für die Akzeptanz der Energiewende ist das eines der Themen für die Menschen im Land. Und wir müssen die positiven Seiten und Chancen herausarbeiten und diese fördern. Dass Sie dazu nichts gesagt haben, ist traurig und zeigt, wie einseitig, Herr Minister, Sie das Thema angehen. Und dass wir in Hessen bei dem Thema nicht vorankommen, na ja, Herr Minister, schauen Sie sich einmal Ihren Koalitionspartner an. Hier in Sonntagsreden wohlfeil über Energiewende reden und vor Ort blockieren und den Widerstand organisieren. Wie man das nennt, das wäre unparlamentarisch, aber so kommt man halt eben nicht voran, wenn man selbst auf der Bremse steht, meine Damen und Herren. Ganz hervorragend, will ich meinen, ist Ihre Passage zur Bestandsaufnahme Verkehrspolitik in einem Teil. Sie betonen, dass im Land der CDU-geführten Landesregierung keine Ideen für integrierte Verkehrskonzepte und moderne Mobilität vorgelegen haben. Ich widerspreche Ihnen aber bei dem Punkt, dass dies durch Sie jetzt geändert worden wäre. Nein, die konstante CDU bleibt bestehen bis zum heutigen Tag, und deswegen bleiben auch Beharrung, Rückblick statt Aufbruch, Ideenlosigkeit statt Innovation, weiter sektorale Betrachtung statt integrierte Mobilitätsplanungen, eine überall mangelhafte Ausstattung, ob im Infrastrukturangebot für den ÖPNV oder bei Landesstraßen, das ist weiterhin Realität in Hessen, meine Damen und Herren. Sie bieten viele Einzelaktionen, aber kein
Gesamtkonzept. Sie bieten einzelne durchaus positive Aktionen, aber es bleibt im Singulären und greift nicht für alle. Und ja, Herr Minister, Sie sagen es, Hessen lebt wie kein zweites Bundesland mit und von der Mobilität. Dafür aber ist in den 19 Jahren CDU-Regierungen in Hessen viel zu wenig passiert. Wenn das die Botschaft in diesem Teil Ihrer Rede gewesen sein sollte, dann hätten Sie recht gehabt, denn nach wie vor sind die Lösungen und die Antworten im Bundesland Hessen zu klein oder nicht vorhanden, meine Damen und Herren. In der Tat, wir stehen in Hessen, wo wir stehen, und das liegt auch insbesondere an dieser Landesregierung. Und ja, wir stehen, Herr Boddenberg, hören Sie einfach zu, dann werden Sie das auch mitbekommen. Ja, wir stehen im Stau und in überfüllten S-Bahnen in Hessen. Die Infrastrukturherausforderungen für eine zukunftsfähige Wirtschaft in Hessen sind immens. Hessen Mobil haben Sie in CDU-Regierungsverantwortung kaputt saniert und reformiert. Personalmangel an allen Ecken und Enden, eine sogenannte Sanierungsoffensive, die das Papier nicht wert ist, auf dem sie steht, bei der sich die Maßnahmen verzögern, verschoben werden, sie nicht nachkommen. Ja, es ist wahr, nach 19 Jahren CDU-Verantwortung in unserem Land geht die Infrastruktur in Hessen auf dem Zahnfleisch, meine Damen und Herren. Und Herr Boddenberg, wenn Sie ja schon nicht auf uns hören, und Herr Boddenberg, wenn Sie schon nicht auf uns hören, dann gehen Sie zu den Verbänden und Organisationen, von DGB bis VAU. Alle erzählen Ihnen genau das Gleiche und legen den Finger in die Wunde und machen deutlich, wo die Veränderungen sind, die Veränderungsnotwendigkeiten für ein Hessen von morgen. Und dazu zählt die Mobilität von morgen genauso dazu, meine Damen und Herren. Beim Thema Digitalisierung, Herr Minister, sagen Sie, Sie verstehen die Sorgen der Menschen. Ja, mich wundert dann bei Ihrer Rede nur, wo bleiben denn neben den Unterstützungsangeboten für Firmeninhaber und Unternehmensführungen Ihre konkreten Angebote, um diese Sorgen mit aufzunehmen? Wo bleibt in Hessen endlich die arbeitnehmerorientierte Digitalisierungsberatung? Wo bleibt die Initiative aus Hessen zur Stärkung der Mitbestimmungsrechte im Betriebsverfassungsgesetz zur Gestaltung der Digitalisierung in den Unternehmen? Wo bleibt Ihr Schwerpunkt im Bereich der digitalen Bildung, im schulischen Kontext und der Ausbildung ebenso? Da haben wir bei Ihrer vorletzten Regierungserklärung schon darüber gesprochen. Und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von heute, die fit gemacht werden wollen für die Veränderungen in der Wirtschaft durch die Digitalisierung. All dazu schweigen Sie sich aus, meine Damen und Herren. Die Digitalisierung darf keine Elitendiskussion sein, sondern muss die Menschen mitnehmen, muss die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen und einbeziehen. Denn nur so kann sie wirklich gestaltet werden, meine Damen und Herren. Und da braucht es dann auch nicht vor jeder Wahl, wenn irgendwo ein Thema angeblich so wichtig ist, eine wortreiche Erklärung des noch amtierenden Ministerpräsidenten, dass man dann nach der Wahl sich mit diesem Thema mit einem eigenen Ministerium beschäftigen möchte. Meine Damen und Herren, vor der Wahl 2013 hat Herr Bouffier angekündigt, ein Zukunftsministerium in einer neuen Regierung zu etablieren. Geschehen ist gleich null. Und genauso würde es auch mit dem Thema Digitalministerium passieren. Aber ich sagte es Ihnen schon beim Thema E-Government-Gesetz. Wir arbeiten daran, dass er sich mit solchen Themen ab dem nächsten Jahr erst gar nicht mehr weiter beschäftigen muss. Es würde auch tatsächlich nicht von ihm umgesetzt werden. In der Tat, für Digitalisierung braucht es die Infrastruktur. Die Frage von digitaler Spaltung von Stadt und Land, Herr Minister, sprechen Sie nicht an. Der Fortschritt hier in Hessen ist kommunal getragen. Wir brauchen eine klare Glasfaserstrategie des Landes in seinen Förderinstrumenten. In der Frage nach 5G-Modellregionen in Hessen tauchen Sie ab. Bei der Frage Infrastruktur zur Erprobung autonomer Antriebstechniken auf Landesstraßen ziehen Sie sich heraus und verweisen auf alle anderen, nur mal wieder nicht auf sich selbst. Lesen Sie sich meine Rede zu Ihrer sogenannten Strategie Digitales Hessen durch. An den Befunden und Herausforderungen seinerzeit hat sich trotz aller medialer Arbeit Ihres Hauses im Laufe der Zeit nichts Wesentliches verändert, meine Damen und Herren.
Unzählige wichtige Themen für eine nachhaltige und gerechte Entwicklung in Hessen sprechen Sie heute hier leider nicht an. Sie wollen sie ja hier politisch zum Teil auch nicht. Wenn wir alle gemeinsam von einer starken Sozialpartnerschaft an starken Gewerkschaften und breit verankerten Arbeitgeberverbänden interessiert sind, dann sollten wir das auch nicht nur sagen, sondern auch danach handeln. Die Implementierung sozialer Kriterien in der Landeswirtschaftsförderung wären ein Beitrag des Landes zur Stärkung von Tarifgebundenheit, Stärkung der Mitbestimmung und viele andere Themen mehr. Nicht als Sanktionierung, sondern als Anreizsystem für Betriebe, die sich genauso verhalten und intern arbeiten, wie wir das von einer gelebten Sozialpartnerschaft erwarten. Das wäre der Beitrag des Landes. Aber Sie lehnen das hier in diesem Hause immer wieder ab. Das muss sich in Hessen ändern, meine Damen und Herren. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gehören starke Wirtschaft und gute Arbeit fest zusammen. Kollege Decker hat es von dieser Stelle hier schon oft erwähnt. Ja, sie bedingen einander und sorgen somit, dass dann ein wirtschaftsstarkes Hessen der Zukunft möglich ist, meine Damen und Herren. Wir müssen als Land unseren Beitrag zu einem fairen und gerechten Wettbewerb ernst nehmen und zeitgemäß ausgestalten. Das Tariftreue- und Vergabegesetz kommt den Anforderungen zur Durchsetzung von fairem Wettbewerb nur unzureichend nach. Es fehlt auch eine echte und wirksame Kontrolle. Sie, die Mehrheit in diesem Haus, lehnen es bislang beharrlich ab. Wir wollen das in Hessen ändern, meine Damen und Herren. Und wo bleibt, Herr Minister, Ihr Ansatz, gemeinsam mit Unternehmen und Gewerkschaften im Trialog mit der Politik die Entwicklung des Industriestandortes Hessen voranzutreiben und gemeinsam zu gestalten? Bislang liegt es bei Ihnen in Ihrer Regierungspolitik brach. Auch das wollen wir in Hessen ändern. Wo bleibt Ihr wirkliches Eintreten für die regionale Wirtschaftsförderung fest verankert in den Regionen mit Kenntnis der heimischen Wirtschaftsstruktur als Dienstleister und Hilfe für die Unternehmen vor Ort? Da tut sich Hessen bislang viel zu schwer und organisiert viel zu viel, und zu wenig kommt bei den Firmen an, meine Damen und Herren. Auch das wollen wir in Hessen ändern. Wir wollen uns in der Wirtschaftsförderung in Hessen vor allem auf zwei Förderschwerpunkte konzentrieren. Erstens auf eine niedrigschwellige Grundförderung über zinsgünstige Hausbankdarlehen und Direktfinanzierungen für Unternehmen, die aufgrund ihres Geschäftsmodells bei Geschäftsbanken auf Finanzierungsschwierigkeiten stoßen. Zweitens muss die intensivere Förderung des Landes auf die Unterstützung des Strukturwandels konzentriert werden. Einerseits auf die Innovationsförderung bei Unternehmensgründungen und Neuentwicklungen, insbesondere im Bereich Digitalisierung, Wirtschaft 4.0, und andererseits auf die Effizienzrevolution, wie beispielsweise die energetische Optimierung und der CO2-Einsparung. Wir wollen die Kombination öffentlicher und privater Finanzierungsangebote intensivieren, Stichwort Konsortialfinanzierung, sowie die Förderung durch das Bereitstellen von Eigenkapital ausbauen. Meine Damen und Herren, die Sicherung der Fachkräfte der Zukunft ist eine der wesentlichen Herausforderungen für unsere Wirtschaftspolitik. Aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortbilden, Nachwuchs heranziehen und ausbilden, Räume für Aus- und Weiterbildung schaffen, die Gebührenfreiheit, die echte Gebührenfreiheit in der Bildung vom Anfang bis zum Master und Meister wirklich durchsetzen. All das sind Themen, meine Damen und Herren, denen wir begegnen müssen und die wir hier in Hessen gestalten wollen. Bei Ihnen bleiben viele Maßnahmen im Klein-Klein. Sie bleiben, wo man merkt, eigentlich meinen Sie es nicht so, Sie müssen aber aufgrund von vielen Seiten, der Druck ist zu groß, Sie müssen etwas machen, dann kommen irgendwelche Gutscheine heraus, dann gibt es Förderungen. Bei dem Meisterzuschuss, den Sie
neu eingeführt haben, vergessen Sie komplett die Industrieberufe in dem Bereich. All das sind Themen, wo man merkt, so richtig durchdrungen haben Sie das Thema noch nicht. Und so einen richtigen Druck in dieses Thema haben Sie auch noch nicht gebracht. Und deswegen, Sie bleiben im Klein-Klein. Und hier müssen wir deutlich besser werden, meine Damen und Herren in Hessen. Und anders als der Minister will ich jetzt auch nicht deutlich über die uns zustehenden Redezeiten hinausgehen, will gerade aber in dem Punkt noch einmal, weil er unglaublich wichtig ist, deutlich machen, dass in der Frage von Bildung, Ausbildung, Weiterbildung wir ganz viele wesentliche Punkte, über die wir hier immer noch einmal wieder diskutieren wollen, zusammengefasst haben. Damit ich Sie Ihnen das sozusagen im Einzelnen nicht vortrage, ein kleiner Werbeblock dabei, entsprechend umfangreich, umfassend das Thema Ausbildung als auch zweite Chance, dann, wenn Menschen erst ihren Weg suchen und dann finden, im Weg in das Erwerbsleben das zu ermöglichen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist notwendig, denn wir brauchen jede und jeden hier in Hessen gut ausgebildet und qualifiziert für die Wirtschaft von morgen in Hessen, meine Damen und Herren. In all diesen Themenfeldern, meine Damen und Herren, bleiben Sie weit hinter dem Notwendigen und Richtigen für Hessen zurück. Seit 19 Jahren verbummeln CDU-geführte Landesregierungen die aktive Gestaltung eines wirtschaftsstarken Hessens von morgen. Auch Ihre Regierungsbeteiligung, Herr Minister, hat daran nichts Wesentliches verändert. Es braucht eine wertgetragene, innovative und partnerschaftlich organisierte Wirtschaftspolitik mit Unternehmen und Verbänden, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Gewerkschaften, um gemeinsam das Hessen von morgen zu gestalten. Sie bleiben nicht nur hinter der Überschrift Ihrer Regierungserklärung weit zurück, Sie bleiben auch im tatsächlichen Handeln Ihrer Regierungsarbeit weit zurück. Deswegen weniger Eigenlob, weniger Eigen-PR, mehr gestalterische, aktive und aktivierende Wirtschaftspolitik in Hessen. Das ist die Herausforderung und der Anspruch an Landespolitik, meine Damen und Herren. Diesem Anspruch laufen Sie seit 19 Jahren lange hinterher. Deswegen lassen Sie uns gemeinsam am Hessen von morgen arbeiten und lassen Sie uns gemeinsam Zukunft jetzt machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Als Nächstes spricht für die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter Kasseckert. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine kluge Persönlichkeit hat einmal gesagt, Politik ist die unterschiedliche Wahrnehmung der Wahrheit. Und wenn Sie die Rede von Herrn Staatsminister Al-Wazir vergleichen mit der Rede von Herrn Eckert, dann hat man den Eindruck, dass wir von zwei völlig unterschiedlichen Ländern reden, aber eben nicht vom Land Hessen, in der Mitte Europas, in der Mitte Deutschlands, eines der erfolgreichsten Bundesländer hier in unserer Republik. Also, von daher, lieber Kollege Eckert, scheint zwischen Wunsch und Wirklichkeit in Ihrer Darstellung, zwischen Wunsch und Wirklichkeit aus der Sicht des Oppositionspolitikers es doch so sehr zu schmerzen, dass nach 19 Jahren CDU-geführter Landespolitik, nach den bisher fünf erfolgreichen Jahren von CDU und GRÜNEN, Hessen so gut dasteht, Hessen eines der stärksten Bundesländer ist und wir in allen ökonomischen Indizien, in allen Indikatoren ein hervorragendes Zeugnis abgeben können. Ich will ein paar Zahlen nennen, um das vielleicht noch einmal,
um das vielleicht noch einmal in Erinnerung zu rufen. Wir haben im Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätige mit 81.300 einen Wert, der noch vor Baden-Württemberg und vor Bayern liegt. Also hier sind wir nur von dem Stadtstaat Hamburg übertroffen. Kein Flächenland ist erfolgreicher als Hessen. Wir haben überhaupt im Bruttoinlandsprodukt den Rang 4, also im absoluten Zahlen hinter Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg, also deutlich bevölkerungsreicheren Bundesländern als in Anführungszeichen das kleine Hessen. Und mehr als die Hälfte, wenn man diese Zahl in den Vergleich setzt, mehr als die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten haben 2017 ein geringeres Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet als das Land Hessen. Und so könnte ich diese Liste fortsetzen mit den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Ich glaube, auch diese Zahl hat Herr Minister Al-Wazir genannt. Wir haben im Februar 2018 fast 2,6 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, eine Zunahme zum Vorjahr von über 2,7%. Und wir haben das in nahezu allen Branchen erreicht. Und die stärkste Branche in diesem Kontext ist Verkehr und Lagerei. Das liegt auf der Hand und es zeigt, dass eben Hessen, dass der Ballungsraum, dass in der Mitte unseres Bundeslandes das Thema Verkehr und Infrastruktur eine große Rolle spielt. Ich komme nachher darauf wieder zurück, weil ich glaube, dass dieser Herzmuskel des Ballungsraumes eben sehr stark mit Mobilität zusammenhängt und damals entsprechend eben auch das Weh und Wohl unseres Bundeslandes. Die Zahl der Erwerbstätigen hat eine historische Höchstmarke von 3,43 Millionen Euro erreicht. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist um mehr als 12.000 zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 4,5%. Ich könnte diese Liste fortsetzen. Mittlerweile haben 11 Landkreise in Hessen eine Arbeitslosenquote unter 4%. Und der ruhmreiche Kreis Fulda, es ist, glaube ich, niemand im Moment hier aus Fulda da, zumindest nicht aus meiner Fraktion, aber Kollege Lenders wird es bestätigen können, er rangiert mit 2,7% Arbeitslosenquote einsame Spitze. Also von daher haben wir in keinen Teilen Hessens eine große Besorgnis an dieser Stelle zu beklagen. Und wenn ich das zusammenfasse, wie gesagt, das sind ökonomische Randbedingungen, dann muss man aber am Ende sagen, Politik wird für vieles auch oft gescholten. Aber wir können durchaus selbstbewusst, wenn wir über Wirtschaftspolitik in Hessen reden, auch sagen, dass wir Wirtschaftspolitik viel Gutes und viel richtig gemacht haben, auf deren Grundlage Wirtschaft sich erfolgreich entwickeln konnte. Das ist so gut wie noch nie, und so soll es auch bleiben. Und dafür wollen wir auch zukünftig Verantwortung übernehmen. Deshalb Hessen boomt, anders als das Herr Kollege Eckert vielleicht betrachtet. Wir verdanken das einer gesunden Wirtschaftsstruktur. Da beziehe ich alle Bereiche mit ein, von der Landwirtschaft über die Industrie, über den Handel zu Logistik und Dienstleistungen, aber auch natürlich die Bereiche Innovation und Hightech. Und im Zentrum unserer Politik, das eint auch, glaube ich, dieses Haus hier, im Zentrum unserer Politik stehen einerseits die zahlreichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die durch ihren Fleiß und durch ihre Fachkenntnisse zum Wohlstand dieses Landes beitragen, aber auch zum anderen die zahlreichen Unternehmerinnen und Unternehmer, die bereit sind, Risiko einzugehen, die innovative Ideen versuchen, in die Tat umzusetzen und sie damit Arbeitsplätze schaffen, Arbeitsplätze sichern und damit eben Familien in Hessen auch eine Zukunft für morgen geben. Und deshalb wollen wir und werden auch uns in Zukunft darum bemühen, die Rahmenbedingungen für gute sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze und erfolgreiche Unternehmen zu schaffen. Das ist der Ansporn, den wir haben. Das ist die Verantwortung, die wir gegenüber zukünftigen Generationen auch übernehmen. Und Minister Al-Wazir hat einige der notwendigen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, genannt. Und ich glaube, wir sind uns klar, dass wir im Zusammenhang mit der Digitalisierung, mit dem Thema Infrastruktur, Innovation und Forschung große Megathemen vor der Brust haben. Themen, die für Unternehmen bekanntlich im Zusammenhang mit Industrie 4.0 und Handwerk 4.0 große Herausforderungen darstellen. Für uns ist es wichtig, dass wir die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, um diese Prozesse für die Unternehmen auch bewältigen zu können.
Das sind eben nicht nur große Unternehmen, die sich in Hessen eben mit dieser Frage der Digitalisierung beschäftigen, sondern es sind auch kleinere und mittlere Unternehmen, die Unterstützung brauchen, die eben nicht Abteilungen haben und jeden Tag im Markt der Digitalisierung unterwegs sind, sondern es sind kleinere Handwerksbetriebe, Handelsbetriebe. Wir wollen hier mit verschiedenen Programmen, das haben wir in der Vergangenheit gemacht und es wird ausgebaut, Beratung fortsetzen, ihnen Möglichkeiten geben, die Chancen von Digitalisierung zu erkennen und letzten Endes auch für ihr Unternehmen zu nutzen. Dafür braucht es Weiterbildungsmöglichkeiten für Auszubildende. Auch das haben wir auf den Weg gebracht. Wir haben Bildungszentren mit den Handwerkern auf den Weg gebracht. Das sind nur einzelne Beispiele. DigiGuides hat Herr Minister Al-Wazir angesprochen, ein neues Programm. Einzelne Beispiele, in dem wir sozusagen Handwerk und Wirtschaft den Eintritt in eine neue digitale Welt schaffen wollen. Und für diese digitale Welt ist neben der Anwendung eben auch die Notwendigkeit der sozusagen Hardware, also der Ausbau des Breitbandnetzes, eines der zentralen Themen. Und vor wenigen Tagen hat Hessen hier die Strategie Digitales Hessen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Schwerpunkte vorgestellt. Und deshalb glaube ich, dass wir gut gerüstet sind mit dem, was vor uns steht, mit der Zielmarke 2020, 2025 und 2030. Wir haben heute schon Schwerpunkte gesetzt, beispielsweise mit der Unterstützung von Schulen. Gemeinsam mit dem Bund und den Landkreisen haben wir über 600 Glasfaserprojekte in Angriff nehmen können. Insgesamt von 2.000 Schulen haben rund 1.000 Schulen einen Glasfaseranschluss heute schon zur Verfügung. Und wir wollen das mit entsprechenden Mitteln auch in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2020 vollständig ausbauen. Wir hatten sogar über die Fläche des Landes schon Ende 2017 84% der hessischen Haushalte mit einem leistungsfähigen Breitbandanschluss, also sprich mindestens 50 Mbit, versorgt. Das ist eine Versorgungsrate, die sich um über 20% verbessert hat. Wir zählen als Flächenland, und auch das muss man immer wieder hervorheben, auf Platz 3 zu den Spitzenreitern in Deutschland. Es ist eben der Fläche das eine, aber wir haben Schwerpunkte gelegt auf die Gewerbegebiete. Auch das wird in Zukunft ein ganz konkreter Schwerpunkt sein, neben Schulen, Universitäten, Krankenhäusern eben auch die Gewerbeflächenversorgung, die Flächen der Gewerbegebiete entsprechend mit einer Gigabit-Versorgung sicherzustellen, sodass wir schnelle Möglichkeiten im Down- und Upload den Unternehmen zur Verfügung stellen, weil das die Zugänge sind zu den Märkten von morgen, nicht nur national, sondern eben auch international. Und deshalb freut es uns auf der anderen Seite natürlich auch, dass neben den Initiativen des Landes immerhin 4 Landkreise unter den 10 bestversorgten Landkreisen in Deutschland rangieren. Hier ist es der Hochtaunuskreis, der Main-Taunus-Kreis, der Wetteraukreis, der Odenwaldkreis. Und deshalb gilt unser Dank von dieser Stelle eben auch den Akteuren vor Ort, die das, was das Land als Zielmarke hat, was es unterstützt, aber in der Fläche mit ihren Kommunen umsetzt. Und ich glaube, das ist ein Dankeschön und ein Applaus an dieser Stelle wert. Aber wir wollen an dieser Stelle nicht stehen bleiben. Ich habe es bereits angesprochen, ohne es jetzt weiter ausdehnen zu wollen, haben wir das Ziel von Bandbreite 1 Gigabit für das Jahr 2025. Bis 2030 wollen wir dann flächendeckend Glasfaserleitungen bis in jedes Haus, in jedes Unternehmen in Hessen errichten und sollten damit eben auch die Infrastruktur von morgen sichergestellt haben. Dabei ist ein Punkt nicht zu vernachlässigen, das ist die mobile Infrastruktur oder die Mobilfunkversorgung. Die lässt an vielen Stellen nach wie vor sehr zu wünschen übrig. Wir haben das Ziel, bis 2020 eine 5G-Versorgung in Hessen als Standard zu definieren. Dafür werden wir arbeiten und in dem Kontext dann auch flächendeckend den Ausbau von öffentlichen WLAN-Netzen zur Verfügung stellen, auf jeden Fall in Einrichtungen, an den Tourismusorten, in den Schulen, aber auch in allen Bildungseinrichtungen muss das heute sozusagen zum Stand der Dinge gehören. Schnelligkeit ist Trumpf, ist ein Sprichwort, das in ähnlicher Weise abgewandelt das sagt, was schon vor 20 Jahren galt. Nicht der Große frisst den Kleinen, sondern der Schnelle frisst den Langsamen. In einer digitalen Welt, die enger zusammengerückt ist, als wir uns das jemals vorstellen konnten, trifft dieses Sprichwort, glaube ich, hervorragend auf den Kopf. Und deshalb ist Digitalisierung, so wie es Herr Minister Al-Wazir auch ausgeführt hat, eines unserer zentralen Megathemen.
Ein weiteres, und da komme ich zurück auf einen Teil vorher in meiner Rede, ist das Thema Mobilität, ist das Thema Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur. Wir haben an dieser Stelle schon viel und oft über den Flughafen Frankfurt gestritten. Und ohne das hier jetzt irgendwie noch weiter ausdehnen zu wollen, glaube ich, sind wir uns einig, dass der Erfolg unseres Bundeslandes, dass der wirtschaftliche Erfolg unseres Bundeslandes wesentlich mit dem Flughafen Frankfurt zusammenhängt. Aber der Flughafen Frankfurt ist eben nur der Trittstein in die Region oder aus der Region in die Welt. Das heißt, die Verkehrsinfrastruktur, die sich daran anschließt, ob das Schiene ist, ob das Straße ist oder ob es auch die Schifffahrt ist, wird weiter in den Fokus rücken. Und deshalb sind wir froh, dass wir im Bundesverkehrswegeplan für die neue Periode bis 2030 mehr Mittel denn je zur Verfügung haben. Und ich kann mir vorstellen, dass all diejenigen, Kollege Lenders wird mir das verzeihen, aber all diejenigen, die in der Vergangenheit Politik machen mussten und mit deutlich weniger Ressourcen ausgekommen sind, dass sie neidisch und kritisch auf diese Zahlen gucken, denn wir hatten noch nie so viel Geld zur Verfügung wie heute. Und das Geld muss investiert werden. Wir haben 8,2 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes. Das betrifft Straße wie Schiene. Und wir reden eben nicht nur über Straße, sondern wir reden auch über 12 große Projekte des Schienenverkehrs. Und in den letzten Tagen haben wir die Veröffentlichung der Deutschen Bahn erfahren für die Strecke Frankfurt-Fulda, einer der wichtigen Achsen im innerdeutschen Fernverkehr. Das wird nicht nur den Fernverkehr für die Deutsche Bahn, sondern auch für den Nahverkehr, für die Pendler jeden Tag aus dem Bereich Fulda bis nach Frankfurt mit Vorteilen versehen. Und ich hoffe mir, dass es uns gelingt, mit möglichst überschaubaren Planungszeitraum diese großen Projekte auch zu realisieren. Aber wir haben nicht nur Gelder des Bundes zu verteilen, sondern wir haben auch den Landesstraßenbau. Und hier ist immer wieder die Kritik, dass wir zu wenig Geld zur Verfügung stellen, dass wir vielleicht einen höheren Werteverzehr haben als das, was wir in den Landesstraßenbau investieren. Das mag sein, dass es in der Vergangenheit so war. Und wir haben mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben, eine Reihe von Themen innerhalb der Landespolitik zu bedienen. Und nicht immer ist das, was wir uns vorstellen, im Landesstraßenbau angekommen. Aber unstreitig ist, dass wir aufgrund der jetzigen positiven Situation so viel Geld in den Landesstraßenbau im Jahr 2018 und 2019 investieren, wie es noch nie in diesem Land gab. Wir haben für 2018 177 Millionen Euro für den Straßenbau des Landes vorgesehen, und wir erhöhen diese Summe im Jahr 2019 auf rund 188 Millionen Euro. Darin enthalten sind eine Verdoppelung der Planungsmittel seit 2014 von 68 Millionen Euro. Also, wer hier an dieser Stelle jetzt noch Kritik führt, das Land würde zu wenig in Straßenbau investieren, der muss vielleicht sein Verhältnis zu Zahlen überprüfen. Wir sind sicher, es ist gut investiertes Geld. Wir sind sicher, es ist notwendig investiertes Geld, weil die Verkehrsinfrastruktur sozusagen die Arterien des Herzmuskels versorgen und dafür notwendigerweise auch Geld zur Verfügung gestellt werden muss. Wir haben in den vergangenen Jahren, das vielleicht an der Stelle noch, in Hessens Autobahnen rund 750 Millionen € pro Jahr. Im Jahr 2017 waren es 700 Millionen Euro investiert, so viel wie noch nie. Und ich will deshalb anknüpfen an das, was Kollege Eckert gesagt hat. Sie haben eine Kampagne zum Thema staufreies Hessen etwas ironisch in den Mittelpunkt gestellt. Es ist richtig, dass wir nirgendwo in Hessen so viele Autos haben wie im Rhein-Main-Gebiet. Das ist ein Spitzenwert, der viermal so hoch liegt wie in der gesamten Bundesrepublik. Und trotzdem, und es gehört dazu, dass wir in dem nationalen Vergleich, in meinem Ranking des ADAC 2017, bundesweit nur im Mittelfeld liegen, was auch die Staus betrifft. Jeder Stau ist ein Stau zu viel. Jede Minute, die wir auf der Straße verbringen, ist eine Minute zu viel. Aber fairerweise muss man sagen, und deshalb richte ich an dieser Stelle auch ein Dankeschön an die Damen und Herren von Hessen Mobil, jeder, der von Ihnen unterwegs ist, sieht, was die Damen und Herren tagtäglich leisten, aber nicht nur tagtäglich, sondern auch des Nachts und an Wochenenden
Immer sind Hessens Baustellen im Betrieb. Teilweise sind sie tagsüber nicht im Betrieb, weil sie nachts gebaut werden, damit tagsüber der Verkehr fließen kann. Ich glaube, auch an dieser Stelle muss man ein herzliches Dankeschön sagen. Da hat sich viel getan, da hat sich viel verändert, und es hat die Verkehrsinfrastruktur bisher verbessert. Und es wird sie auch in Zukunft verbessern. Und deshalb sind wir weit weg von dem Vorwurf, dass wir unser Land auf Verschleiß fahren oder auf Verschleiß regieren. Und ich will zwei Punkte noch aufgreifen, bevor ich zum Schluss komme, um auch meine Redezeit einhalten zu können. Das sind sicherlich zwei Herausforderungen, die wir meistern müssen. Einerseits der demografische Wandel mit der Fachkräftesicherung und andererseits noch eine Verstärkung von Innovation und Gründung von Start-ups, auch wenn wir hier schon viel getan haben. Wir haben in dem demografischen Wandel in der Tat ein Problem, das wir seit vielen Jahren diskutieren und von dem die Zukunftsfähigkeit auch unserer Gesellschaft abhängt. Schon heute steigt das Durchschnittsalter der Erwerbstätigen, und wir haben insbesondere auch im Rhein-Main-Gebiet schon in vielen Branchen die Rückmeldungen, dass es einen Mangel an Arbeitsplätzen gibt. Das sehen wir auch an den Zahlen der freien Stellen. Die sind im April 2018 auf 55.000 freie Stellen bei den hessischen Arbeitsagenturen gestiegen, so viel wie noch nie. Immerhin 8,8% mehr als im Vorjahresmonat. Das muss uns besorgen. Und jeder, der von Ihnen diese Gespräche führt, Herr Eckert hat auch die Gespräche mit VHU und anderen Verbänden angesprochen, wird bestätigen können, dass das immer wieder, oder auch mit dem Handwerk, dass das immer wieder aufgeführt wird, weil es eben ein Faktor ist, dass das Wirtschaftswachstum in unserem Land und das Arbeitskräfteangebot ist ja ein wesentlicher Teil des Wirtschaftswachstums dämpfen wird. Und deshalb haben wir sehr stark investiert in die Möglichkeiten eines durchlässigen Bildungssystems, dass wir jungen Menschen Chancen auch neben dem Abitur, auch neben dem Studium ermöglichen. Der Ministerpräsident sagt immer so schön, in der Gesellschaft herrscht der Glaube vor, dass die Menschwerdung sozusagen erst mit dem Abitur beginnt. Da müssen wir gegensteuern. Ganz im Gegenteil, auch wir wollen jungen Leuten eine Chance geben, die nach ihrer Schule eine Ausbildung wahrnehmen, die damit sich einen Beruf ermöglichen, einen Abschluss ermöglichen und selbst dann noch die Möglichkeit haben, sogar mit dem Abschluss von 2,5 und einer abgeschlossenen Berufsausbildung ein Studium anzutreten oder eben auch nach Meisterprüfungen entsprechend noch einen Studiengang hinterherzuschieben. Das heißt, die Durchlässigkeit, die Perspektiven für die jungen Menschen ist eines der Punkte, wo wir glauben, dass wir dem demografischen Wandel entgegentreten können, insbesondere in bestimmten Berufsgruppen. Duales Studium ist eine weitere Möglichkeit, was wir in den letzten Jahren massiv ausgebaut haben. Gerade unsere Hochschulen sind hier beim Ausbau auf zwischenzeitlich, glaube ich, über 10.000 Absolventen sehr erfolgreich. Auch da können wir noch einiges zulegen, weil auch dieses eine Perspektive ist für junge Leute, Studium und Beruf miteinander zu verbinden. Mit Blick auf die Redezeit will ich das Thema Gründung nur ganz kurz streifen. Wir haben dort vieles getan. Wir haben eine hervorragende Infrastruktur für Gründer, unterstützen Mittelstand und Handwerk, aber auch die Industrie. Wir haben das Tech-Quartier in Frankfurt sehr erfolgreich. Also hier gilt es, diesen Weg fortzusetzen. Und das alles zeigt, und damit komme ich zum Ende, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir stolz sein können auf das, was wir erreicht haben, aber dass wir uns nicht zurücklegen können. Wir müssen bei dieser aufkommenden Debatte auch um Protektionismus auf der veränderten Welt, auch die Verhältnisse zu Amerika, die Situation beispielsweise, die sich entwickelt hat nach der Entscheidung zum Iran-Abkommen seitens der Vereinigten Staaten. All diese Veränderungen haben auch Einfluss auf Deutschland, auf Europa, auf Hessen. Brexit wurde vorhin auch schon an der Stelle genannt. Und deshalb müssen wir sehr, sehr engagiert angehen, die Punkte, die wir hier in Hessen regeln können. Das ist Bürokratieabbau. Das ist eine Einflussnahme auf das Thema Energiekosten. Wir müssen auf die Lohnnebenkosten achten. Auch das darf für die Unternehmen nicht zur Falle werden. Und an dieser Stelle will ich wirklich mit dem letzten Satz enden. Ich glaube, dass wir sehr erfolgreich auf eine Politik der Hessischen Landesregierung zurückschauen können. Es muss sich auch in Zukunft lohnen, arbeiten zu gehen, ein Unternehmen zu gründen, seine Persönlichkeit zu entwickeln. Und dazu brauchen wir Eigeninitiative, wir brauchen Verantwortung und nur so viel Staat wie nötig. Dafür steht die Union, damit Hessen vorn bleibt, damit Hessen stark bleibt. Vielen Dank.